eben, wie bereits in einigen Videos angekündigt, möchte ich euch heute ein größeres Reading geben, und zwar nochmal zu dem Energieportal am 11.11., am Sonntag. Und am 13.11. haben wir einen sehr, sehr kraftvollen Neumond. Und dazu möchte ich euch gerne heute ein sehr, sehr ausführliches Reading geben, welche Energien da zu uns kommen, welche Veränderungen das bringt, positiv, aber auch umwälzerisch. Und dafür habe ich jetzt dieses ziemlich monumentale Setting hier aufgebaut. Ich habe, weil einige von euch auch fragen, welche Orakelkarten das sind, jetzt mal die Deckel der Orakelkarten liegen gelassen. Ja, werde kurz erläutern, welche Orakelsets ich genommen habe, und dann noch mal kurz was zum astrologischen Setting sagen, zu den Einflüssen im Moment aus der planetaren Konstellation draußen im Universum, weil ich finde, das spielt immer eine große Rolle. Ja, also erstmal zum Setting. Ich habe mir gedacht, wir haben, also 11.11 ist natürlich das phänomenale Portal, 11.11, und ich habe deshalb jeweils immer 11, also für jede Dimension, über die ich hier spreche, eine Karte gezogen, einmal aus der heiligen Geometrie, weil sie uns was, eine Botschaft aus dem Kosmos gibt, welche Energien jetzt hereinkommen. Dann Universal Wisdom Oracle Cards von Tony Camancellano, weil das immer sehr schöne, auch universelle Karten sind, die auch viel mit dem Thema Transformation zu tun haben. Dann aus dem Orakelset der aufgestiegenen Meister von Doreen Virtue zwei Karten, weil die aufgestiegenen Meister uns eben beim Aufstieg helfen. Dann die Magie der Erde von Stephen D. Farmer. Das ist die Basis quasi von allem, wo wir eben sehen, was passiert zwischen Himmel und Erde. Die Erde ist ja unser wichtigster Mittransformator. Wir sind ja eins mit der Erde und abhängig auch von ihrer Transformation. Und deshalb ist das extrem wichtig, auch um geerdet zu sein, aber auch um zu sehen, was ist die Basis, was gibt die Erde uns wieder jetzt an Energien. Ja? Dann haben wir... zweimal die Engel habe ich gewählt, die Engelwelt, die ja auch vermittelt zwischen oben und unten für uns sehr stark. Und einmal das Engel-Orakel für jeden Tag und einmal das Erzengel-Orakel-Set, auch von Doreen Virtue. Und hier in der Mitte seht ihr dass, die Orakelkarten Temple of Balance. Das ist Führung von unseren Freunden in der geistigen Welt. Und das wird die zentrale Karte sein, diese Karte, die zentrale Botschaft. Ich arbeite eben sehr gerne auch mit den Delfinen zusammen. Und es wird eine zentrale Botschaft geben, nochmal, was im Kern jetzt wirklich passiert hier durch diese Energie. Das eben vorab. Und jetzt kurz nochmal eine Einführung in das, wenn man den Astrologen so zuhört, dann sagen die eben, dass der 13. November eben einen sehr, sehr kraftvollen Neumond bringen wird. Der Neumond wird im Skorpion stattfinden, was ja ein sehr... leidenschaftliches, sehr emotionales, sehr tiefgründiges Sternzeichen ist. Es geht also um eine tiefgründige Transformation. Die Vergangenheit lassen wir jetzt hinter uns. Das duale Bewusstsein, was wir 26.000 Jahre hier hatten, wird ausgeglichen werden. Ich habe ja schon mal in einem anderen Video über das triadische Bewusstsein gesprochen, eben in der vierten Dimension, dass wir sehr wohl mit den Gegensätzen leben können, aber beide akzeptieren und beide integrieren. Und nicht sagen, das eine geht nur und das andere nicht. Und das eine schließt das andere immer aus. Sondern wir können jetzt beide umarmen, beide Gegensätze und uns mit dem aussöhnen. Ja, also auch Frieden schaffen. Frieden ist ganz wichtig, ist auch der Tag des Weltfriedens und Waffenstillstands, der 11.11. Das heißt, es geht um die friedliche Aussöhnung, dass die Balance eigentlich, die Ausbalancierung zwischen den früheren dualen Parteien, ja, wir stehen jetzt auf der Schwelle zum Neuen, zu einem authentischeren Leben, zu dem, was wir wirklich sind. Die Frage ist, was wollen wir nicht mehr? Das, was wir nicht mehr wollen, lassen wir zurück. Das, was wir wollen, da gehen wir tiefer hinein, auch in das, wer wir sind. Das werden wir auch gleich hier aus dem Orakel sehen. Ich habe also da ein bisschen auch drüber sinniert und es spiegelt das perfekt wieder. Es ist eine Reinigung, von dem Alten, das jetzt abzulösen. Wir werden wie Phönix aus der Asche dieser Vergangenheit und früheren Dualität aufsteigen. Wir nehmen aber unseren Körper, deshalb auch eben die Erdebene ist wichtig, und die Erde mit. Und wir nehmen auch die Weisheit und die Erfahrungen mit, die wir in unserem früheren Leben und in unserem aktuellen Leben gemacht haben. Wir streifen das ab, was wir kannten. Also wir kommen in eine ganz neue Welt, aber wir nehmen einiges mit. Es wird große Veränderungen geben. Es geht auch um die Gleichheit der Menschen, um den Frieden, das Einssein mit den Menschen und mit der Natur. Ja, auch hier ist im Prinzip auch alles eine Einheit eigentlich. Wir werden immer mehr zur Einheit auch mit der geistigen Welt, mit dem Oben, mit dem Universum. Ja? Also das ist wirklich ein Einswerden.
Denn wir sind alle miteinander verbunden und keiner wird mehr benachteiligt werden. Ja, im Prinzip ist es das, glaube ich. Das sind die Hauptaspekte. Der Rest wird sich jetzt aus diesem Reading für euch ergeben. Und ich fange hier oben an, immer oben mit dem Universum, weil der 11.11. ja das Portal ist, an dem die Energien reinkommen. Und da ist immer sehr hilfreich, die heilige Geometrie zu befragen. Und die Karte, die ich gezogen habe zu dem Thema, das ist relativ aufschlussreich. Moment, jetzt muss ich gucken, dass ich mit dem Licht klarkomme. Die Karte heißt Göttlicher Torweg. Ups. Und zu sehen ist eine Spirale, sehr zentral, die einen zentralen Lichtpunkt hat, also wie eine Öffnung quasi. Ja? Und die Spirale geht drumherum. Das heißt, ja, das ist eine hohe Energie, die hier austritt aus diesem inneren Tor. Und da ist auch eine Gestalt zu sehen. Da sind auch Engelflügel drumherum. Das heißt, die geistige Welt ist beteiligt daran und öffnet quasi dieses Tor. Hier ist eine Hand, das sieht so aus, als wenn die Hand das öffnet. Und hier drunter, unterhalb dieser Energie, sind Seerosen oder Lotusblüten zu sehen. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Hier reflektiert ein bisschen die Karte. Lotusblüten, die weit geöffnet sind. Ja? Und das steht aus meiner Sicht ein bisschen für uns, ja? Für unser Kronenchakra, für unsere Kronenchakren, die geöffnet sind. Ja? Indem wir uns mit der geistigen Welt, mit dieser universellen Energie jetzt verbinden und öffnen, wird sie in uns eindringen, in unsere Chakren, in unseren Körper und wir werden davon profitieren. Und weil die Karte sehr, sehr intensiv ist und die Beschreibung wieder sehr, sehr passend, möchte ich die auch komplett vorlesen, weil das kann ich besser nicht ausdrücken, als die das sagen hier. Also der göttliche Torweg ist die innere Vision. Tore und Portale ermöglichen den Zugang zu anderen Dimensionen. Dem Farbschema dieses Bildes unterliegt eine heilige Zahlenmatrix, die vom alten Maya-Kalender geborgt wurde. Die Lotusblüten stehen für dein Erleuchtungspotenzial. Die Engelsfigur wird dir als Wächter und Führer geschenkt, wenn du dieses Tor durchschreitest und Ebenen betrittst, die es noch zu entdecken gilt. Diese Karte möchte dich einladen, über einen Torweg zu kontemplieren, der sich zu deiner göttlichen Mitte hin öffnet. Jenseits der Beschränkungen der dreidimensionalen Wirklichkeit führt dieses Tor zu einem Ort deiner inneren Wahrheit. Bitte deinen Begleiter und deine Lehrer darum, dich an einen ruhigen Ort zu geleiten, an dem du genau die Informationen erhältst, die du in diesem Augenblick benötigst. Horche auf die Stimme deiner Intuition. Achte auf alle Bilder oder Botschaften, die du empfängst, egal wie stark verschlüsselt oder verzerrt sie auch sind. Notiere sie in deinem Tagebuch und beobachte weiter, wie du sie in deinem physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Körper wahrnimmst, wenn du in dieser Wirklichkeit zurückkehrst. Dies ist ein Zugang zu anderen Dimensionen. Erkenne die Geschenke der Innenschau voller Respekt an. Also ich finde, dass allein diese Karte und im Zusammenhang mit der 11.11. jetzt nochmal sehr, sehr deutlich macht, dass der Aufstieg ein Weg, der Weg ist, der über das Innere eines jeden Menschen läuft, den er auch nur in seinem Inneren bestreiten kann. Es wird uns alle ereilen, das ist das, was gleich ist. Ja, alle die Menschen, die sich öffnen für diese Energien, werden diese Energien erhalten, aber der Weg läuft über das Innen. Ja, indem ihr ruhig werdet, auf eure innere Stimme hört und in Kontakt geht mit euren geistigen Führern, ja, die euch begleiten durch dieses Tor hindurch, und euch neue Informationen geben. Und ich nehme an, auch neue Informationen darüber, wer ihr seid und wer wir alle wirklich sind. Zu mehr Authentizität. Und es macht Sinn, diese eben oftmals sehr verschlüsselten Botschaften aufzuschreiben. Ich selbst habe in den letzten Wochen sehr viele Hinweise bekommen, dass ich mich hinsetzen soll, zuhören soll, was immer für mich heißt. Also meditieren, zuhören heißt nach innen gehen und nach innen hören, ruhig werden und mitschreiben. Und ich sitze dann wirklich da und tippe Sachen in meinen Laptop und führe einen Dialog mit der geistigen Welt. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Und hört einfach auf die Stimme, die von innen kommt und die euch etwas sagt. Und es geht sehr stark ums Hören. Das werden wir gleich noch sehen, das kriegen wir gleich nochmal bestätigt. Also das ist die Energie, die reinkommt, die uns nach innen führt, zu unserer inneren Weisheit und uns bereichert durch diese Energien, die kommen. Also es wird sich gleich ein Gesamtbild ergeben. Und ich denke, ich gehe jetzt auch mal links herum. Ja, dann haben wir gleich den Anschluss. Die Karte, die Engelwelt mir gegeben hat für euch, auf der Engelebene, ist die Karte Hellhören. Und die Karteninschrift sagt, ist von Erzengel Zadkiel, dem die Farbe Lila zugeordnet ist, oder Violett, auch die violette Flamme. Und er sagt, achte auf die liebevolle Führung, die du in deinem Inneren oder von anderen Menschen hörst. Ja, das ist eine perfekte Ergänzung zur ersten Karte. Es ging darum, dass wir
engelhafte Führer, Geistführer haben, die uns helfen, diesen Torweg zu durchschreiten. Und es wird ganz stark, das ist hier ganz klar zu sehen, über das Hellhören laufen. Und ich kann das nur bestätigen. Es geht auf dem Weg, der im Moment läuft, auch über die Meditation, sehr stark um das, was ihr innerlich hört. Es kann in eurem Alltag oft sein, dass ihr einfach dem glauben sollt, was ihr intuitiv fühlt. Wenn ihr unterwegs seid, dann fühlt ihr manchmal die Dinge eher. Aber wenn ihr so tief in der Meditation seid, in der Stille seid, dann werdet ihr ganz klar Dinge hören. Ja, also nutzt die Zeit, jetzt das Wochenende, euch Ruhe zu geben und auch gerade den 11.11. bis zum Neumond zu nutzen, diese innere Stimme zu hören. Ja, also wird sehr wichtig sein, dass ihr Ruhe dafür habt. Also das ist, passt hier perfekt, das geht quasi hier nahtlos über. Dann habe ich eine weitere Engelkarte ja gezogen. Und das ist die Karte Herzchakra. Was jetzt passiert, ist wirklich, dass die Energien sicher über unser Kronenchakra auch eindringen in unseren Körper und dass auch das Herzchakra natürlich involviert wird. Die Inschrift des Herzchakra der Karte sagt, Liebe ist das Herz dieser Angelegenheit. Dein Herz ist das Zentrum in deinem physischen Körper, das am stärksten auf die Liebe ausgerichtet ist. Du kannst ohne Sorge und mit offenem Herzen lieben und zulassen, geliebt zu werden, da wir dir jederzeit mit perfektem Schutz und Führung zur Seite stehen. Also es geht darum, dass wir unsere Herzen öffnen. Sie befreien von der alten Last, von den Giften, die vielleicht noch drin sind und einfach das Herz weit, weit aufmachen für diese neue, bedingungslose Liebe, die wir bekommen von oben. Ja, denn das ist das Zweite, was uns zuteil wird. Einmal die Einsicht nach innen und zum Zweiten die Liebe, die bedingungslose Liebe von Gott, die jetzt zu uns kommen wird. Ja, also es ist etwas Wunderschönes und strahlt einfach diese Liebe auch weiter, wenn ihr dann euch in eurem Alltag bewegt zu euren Freunden, Familienangehörigen, Kollegen, strahlt diese Liebe euer Herzchakra auch nach außen. Ja. Und ich springe jetzt ein bisschen, aber einfach, weil es passt im Zusammenhang. Denn die zweite Karte, die ich gezogen habe, oben aus der universellen Ebene, ist der lilafarbene Nebel, heißt die Karte. Und ihr seht hier wieder Schmetterlinge, die für Transformation stehen, Tropfen, eine Blüte, aus der ein Mensch erwächst. Also es ist eine wunderschöne Karte. Und die Karte sagt im Kern aus, dass wir von unseren Engeln und Geistführern unterstützt werden und dass wir bedingungslose Liebe bekommen aus dem Universum, dass wir in uns, vor allem in unserem Herzen, eine ewige Flamme lodert, die ständig Liebe ausstrahlt, auch wenn wir uns dessen gar nicht immer bewusst sind. Und die geistige Welt fordert uns auf, nicht mehr ständig nachzudenken und im inneren Konflikt zu sein, was die Tätigkeit des Egos darstellt, sondern dass Liebe jetzt in unserem Fokus sein soll. Wir sollen das Alte und die alten Fehler hinter uns lassen und dem Universum erlauben, uns neue und großartige Dinge zu bringen. Also wir sollen uns auf das Licht in unserem Herzen, auf die Liebe konzentrieren, die unser Leben transformieren wird. Und dann erwarten uns große Freude und großes Glück. Das ist die Botschaft dieser Karte. Also ihr seht, wohin das läuft. Ja. Es geht einerseits in die Innenschau, in die immer stärkere Verbindung mit der geistigen Welt, das Hellhören, das Meditieren, aber auch das Herzen öffnen, ne? Das, was wir mit den anderen teilen und was uns natürlich auch erfüllt, unser Leben. Ich mache jetzt weiter mit der Seite der aufgestiegenen Meister. Und da haben wir die Karte von der Meisterin Quan Yin. Lass es los. Die Karte kennt ihr wahrscheinlich auch, habt ihr schon öfter auch in anderen Readings gesehen. Also es geht ums Loslassen. Es geht nicht nur darum, etwas zu bekommen, sondern wir müssen jetzt wirklich, wir sind jetzt wirklich an der Schwelle zum Neuen und müssen jetzt wirklich das letzte alte Rest, der uns im Alten verhaften lässt, loslassen. Das Alte muss jetzt raus, der ganze Staub und Schmutz auch in unserem Herzen, der muss raus, damit das Neue jetzt einziehen kann. Ja? Und auch Quan Yin steht hier in einer Lotusblüte. Ja? Und wir sehen hier auch den Herbst im Hintergrund. Ja? Also es passt gerade zu unserer Zeit. Wir müssen alle Blätter loslassen, alles fallen lassen. Ja? Das, was das alte Leben gekennzeichnet hat, muss komplett verschwinden. Und hier sehen wir auch diesen kosmischen Ring im Hintergrund. Also das ist eine Verbindung jetzt zum Kosmos. Also das Loslassen, ich denke, ihr habt es jetzt oft genug gehört, aber es ist halt nochmal Teil dieses Wochenendes. Und auch eine weitere wunderschöne Meisterkarte ist die Karte von Paramahansa Yogananda, die aussagt, wähle Frieden. Ja, auch da
eigentlich eine sehr, sehr klare Botschaft. Paramahansa Yogananda war ein ganz wichtiger Yogi und Meditationsmeister. Und Yoga und Meditation sind eben Wege in den inneren Frieden, friedvoll zu werden, den Stress und die Sorgen draußen zu lassen, hinter euch zu lassen und jetzt wirklich ja, für den Frieden auch zu beten und euch zu öffnen für den Frieden, selber Teil des Friedens zu sein, Frieden auszustrahlen, euch um Frieden zu bemühen in eurem Umfeld. Und das, was kommen wird, ist jetzt Frieden. Ja, und das hängt natürlich auch, kleiner Exkurs, mit der Wiederwahl von Obama zusammen. Die geistige Welt hat das vorausgesagt, dass Obama wieder Präsident werden wird. Ich war heute Morgen schon überrascht, dass es so ein klares Ergebnis gegeben hat. Ich habe gedacht, das würde sich noch ein bisschen verzögern, aber es war ja sehr klar. Und ich denke, das sind jetzt Schaltstellen, die helfen, den Frieden in der Welt wirklich für alle herzustellen. Aber es geht auch um den Frieden in uns selbst. Ja? Und indem wir loslassen, indem wir das Alte gehen lassen, den Hader, den Groll, die Unzufriedenheit, das Unglück, was wir alle selbst auch erlebt haben, kommen wir in den Frieden hinein. Ja? Kommen wir hier in den Frieden rein. Ja? Gut, also es ist eine wunderbare Geschenke, die von uns von oben herabregnen, habe ich das Gefühl. Es ist alles sehr, sehr stimmig, was die geistige Welt uns hier sagt. Und ich will jetzt auch schauen, was die Erde natürlich noch für uns im Angebot hat. Und ich bleibe mal hier auf der Seite des Loslassens, des Freimachens für die bedingungslose Liebe. Und da gibt die Erde uns die Karte DNA Karma. Und das ist eine extrem interessante Karte in dem Zusammenhang. Denn dieser göttliche Torweg, diese universelle Energie, die am 11.11. kommt, die geht natürlich in die DNA. Wir sehen, hier ist eine Helixstruktur, ist eine Schlange, eine Kundalini, aber auch im Hintergrund so eine Helixstruktur. Hier sind auch so Helixstrukturen. Die DNA ist ja eine Doppelhelix. Und natürlich wirken diese Energiewellen aus dem Universum auf unsere zwölfsträngige DNA oder darauf hin, dass wir eine zwölfsträngige DNA entwickeln jetzt. Also wir werden DNA-Veränderungen haben, und zwar bei allen Menschen auf der Erde, die dazu führen, dass wir einfach andere Dinge wahrnehmen, leben können und auch andere Fähigkeiten entwickeln können. Und was die Karte natürlich auch sagt, ist, dass das, was früher in unserer DNA war, das Alte, wird jetzt losgelassen. Ja? Was Kuan Yin sagt, lass es los, geschieht auch durch die Energie. Die Energie wird aus der DNA den karmischen, diesen Zyklus der Wiedergeburt herauslöschen, der wird entfernt. Ja, und was eben passiert ist, dass die Kundalini aufsteigt, dass diese neue Energie jetzt frei wird, die uns ins Licht bringen wird. Ja, und das ist die Kraft und die Power, die Erde auf der biologischen Ebene, können wir ja sagen. Ja, die DNA ist ja auch auf der biologischen Ebene. Das, was hier auf der Erde immer Thema war, die Wiedergeburt und das Karma, was die Erde am Drehen gehalten hat, das wird jetzt gelöscht oder ist auch nicht mehr notwendig, fällt einfach weg. Ja, und wir werden ganz anders hier existieren. Ja. Also eine Riesenbelastung fällt weg. Das ist ein Geschenk, was wir da bekommen aus der geistigen Welt, von Gott. Ja, das ist die eine Geschichte. Also das Loslassen hilft auch, dann es wirklich loszuwerden. Also seht es durchaus positiv. Und die zweite Karte, die wir bekommen haben, und die passt wieder mehr zu dem anderen Thema, was sich hier durchzieht, zu dem, was die heißt auch Verbindung, zur Verbindung mit der geistigen Welt. Die Verbindung zwischen oben und unten, die Verbindung zwischen Geistwelt und unserer irdischen Welt. Und wir sehen hier einen Schamanen oder einen Indianer sitzen. Also ich meine, die Indianer sind meiner Meinung nach eins der Naturvölker, die am meisten mit der Erde verbunden sind und gleichzeitig mit der geistigen Welt, die hier repräsentiert wird durch den Adler. Der Adler, der Beobachter ist, der aus der höheren Ebene schaut, der für unser höheres Selbst steht. Ja? Und hier findet eine intensive Betrachtung und Kommunikation zwischen dem Menschen, dem Indianer oder Naturmenschen und der geistigen Welt, dem höheren Selbst statt. Und das ist gemein mit der Meditation, ja, dass wir einen Raum schaffen, wo wir in Ruhe kommunizieren können, ungestört, uns in die Augen schauen können, uns verbinden können. Und was dann passiert, ist diese Einheit, ja, dass es rund wird, dass wir wirklich in die Einheit mit unserem höheren Selbst kommen. Denn das ist der Aufstieg. Der Aufstieg läuft über die innere Meditation und läuft über die Verbindung mit dem höheren Selbst. Das ist für jeden Einzelnen von uns der Aufstieg, in dem unser höheres Selbst sich komplett wieder mit uns verbindet. Dann sind wir wieder dem Göttlichen nahe, dann sind wir wieder eins mit Gott, wenn das gelungen ist. Das ist also die Basiskarte des Ganzen, ja. Und das ist auch das, worum es sich hier dreht. Es sieht nicht ganz aus wie ein Kreis. Für mich ist es ein Kreis, eine logische Kreisformation, dieses gesamte Reading. Und hier findet ihr diesen Kreis wieder. Und es dreht sich darum, das Irdische loszulassen, das Karma abzustreifen, das Alte abzugeben
in die Meditation zu gehen mit dem Geistigen und die geistigen Geschenke, die Energie, die zu uns kommen, anzunehmen. Darum geht es. Das ist eigentlich die zentrale Karte, die uns sagt, was passiert. Ja, und deshalb würde ich fast sagen, das, was jetzt kommt, ist eigentlich sozusagen das Ergebnis oder das Zwischenstadium. Und das finde ich wunderbar. Ich war selber echt ergriffen, als ich es gesehen habe. Und das ist der Schmetterling, the butterfly, transformiere oder Transformation. Das ist das Kernelement der Transformation. Und das verläuft wie ein Zyklus, wie eine Spirale. Die Inschrift sagt, stand strong during this transformation. Das heißt, sei stark, stehe stabil und stark während dieser Transformation. Breite deine Flügel aus und fliege. Eine wunderschöne Karte. Das ist das, worum es geht hier. Und das ist das, was wir werden, das Ergebnis. Ein wunderschöner Schmetterling. Und wenn ihr euch meine Meditation anschaut vom letzten Freitag, die ich eingestellt habe, aus der Woche 10, da geht es genau um diese Transformation, um den Schmetterling. Schaut euch das ruhig nochmal an. Ihr könnt ja mal eine 10-11-minütige Meditation mit diesem Video machen. Und da dreht es sich um den Schmetterling, um wirklich auf diesen Trip zu kommen jetzt. Ja, auch da, auch das Positive jetzt zu sehen, was kommt, dass wir bald alle dieser schöne Schmetterling sind. Ja, also ich finde das, ich bin echt ergriffen gewesen in dem Moment, als diese Karte aufgedeckt wurde, ganz zentral in der Mitte. Es ist unglaublich. Ja, also ich habe wirklich hier für euch aus meiner Sicht eine wunderschöne Botschaft, die klar sagt, die Transformation, lila ist die Farbe der Transformation, lasst das Alte los, ne? Das Karma wird gehen, die Schmerzen, das Alte geht raus, das tut auch weh, es rauszulassen, aber es macht Platz für das Schöne, was kommt, ja, für das Wunderschöne, die Verbindung mit eurem höheren Selbst, was der Aufstieg ist, und dann werden wir dieser wunderschöne Schmetterling. Ja, ich denke, die Botschaft ist auch bei euch angekommen. Und mit einem letzten Blick auf das Gesamtszenario, ja, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Nutzt das Wochenende, um in euch zu gehen, aber auch ein bisschen zu feiern. Auch die Einheit mit eurem Umfeld zu feiern. Und ja, macht euch ein schönes Wochenende. Es kann sein, weil ich am Wochenende eventuell nicht da bin und sehr abgelenkt sein werde, dass ich das Wochenorakel am Montag nicht pünktlich einstelle, sondern vielleicht erst am Dienstag. Ich weiß noch nicht, ob ich es vorher schaffe. Seht es mir bitte nach. Es ist für mich auch ein wichtiges Wochenende. Vielleicht kann ich danach noch ein bisschen was berichten. Und auf jeden Fall kommt ein Orakel für die Woche. Aber ich sag mal, hiermit wisst ihr auf jeden Fall schon mal, was um den 11. und 13. November läuft. Und das ist ja auch der Dienstag. Also ich glaube, ihr seid gut ausgestattet erstmal fürs Wochenende. Wünsche euch alles Gute. Bis bald. Tschüss.